die Aufmerksamkeit liegt bei den LEDs. Und das fängt also an von der allerkleinsten, die es schon seit ein paar Jahren gibt. Das ist die LEDzilla, die mit so einer ganz kleinen Sony-Batterie arbeiten kann. Für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit der Größe von 5-6 Stunden. Das sind also fokussierende Systeme, bei denen die Tore funktionieren, was nicht bei allen LED-Leuchten der Fall ist. Wir können dimmen ohne Farbveränderung. Dann kann ich natürlich versuchen, die Nachteile der kleinen Austrittsfläche herabzusetzen, indem ich die Doppelasphärenoptik abnehme, da eine kleine Softbox draufbringe. Dann wird das menschlicher. Hier ist jetzt der Wechsel von Tageslicht auf Kunstlicht, indem ich den Diffusor tausche und dadurch die Lichtfarbe verändere. Das Ziel ist natürlich bei LEDs, und das ist auch möglich, dass man Bicolor baut. Ich kann dann die Farbtemperatur verändern, indem ich am Knopf drehe. Von Kunstlicht auf Tageslicht oder alles, was dazwischen ist, kann mich also Situationen im mobilen Einsatz viel schneller anpassen. Bei der ist das noch nicht der Fall. Während wir jetzt bei der nächsten Größe, das ist also dann eine 20 Watt, das ist dann so etwas, das ist also an der Kamera einsetzbar, Tageslicht oder Kunstlicht oder der zweite Knopf, bisher bei der hier noch der Schalter, Kunstlicht, Tageslicht. Also in 2 Wochen haben wir die Variante mit den beiden Knöpfen, können da kontinuierlich tauschen. Der Energiebedarf kann auch als sehr gering angesehen werden, auch so Sony-Batterien, oder ich kann hier auf ein Netzgerät gehen und das nun tagelang einsetzen, und dann haben wir hier so einen Fokussiermechanismus. Wenn ich das fokussiere, dann wächst die nach vorn und nach hinten, weil wir da auch die großen Kühlflächen, die wir unbedingt brauchen, besser verstecken können. Die nächste Größe ist eine 40 Watt, die sieht dann so aus, wieder das gleiche, Kunstlicht, Tageslicht, Bicolor für den mobilen Einsatz oder in der Studio-Variante, da ist dann das Vorschaltgerät am Bügel angebracht und wird dann DMX gesteuert. Dann geht es eine Nummer größer, das ist eine 90 Watt Leuchte, eher für den Studio-Einsatz oder für mobilen Drama-szenischen Einsatz. Und dann gibt es hier zu dem Riesenbrummer 250 Watt. Wunderschöne Farbwiedergabe, hohe Fokussierbarkeit. Das nächste, was man dazu sagen muss, im Fernsehstudio will ich dimmen bis auf Null. Und da haben viele LED-Leuchten noch Probleme, dass am unteren Ende des Dimmens geht es ein bisschen digital. Da kommen so Flickern, Flackern, Stufen rein. Man merkt, es geht nicht linear. Und auch da sind wir jetzt endlich so weit, dass wir 16-Bit dimmen. Schaltkreise haben, die es erlauben, linear zu dimmen bis auf Null, ohne irgendwelche Stufen drin, und gleichzeitig die hohe Frequenz der Steuerung beibehalten, und wir können nun also bis 1000 Bilder rauf flickerfrei und dennoch dimmen. Die 90 Watt Bicolor, die wartet noch, alle anderen sind im Grunde im Gange, in 3-4 Wochen liefern wir die. Wir sind nun nach vielen Jahren sehr mühsamer Findung der gemeinsamen Sprache mit den LED-Herstellern, soweit, dass wir sagen können, wir erreichen eine Farbwiedergabe, die wirklich im Profibereich an der Spitze liegt, wo wir sagen können, das können wir vertreten, da brauchen wir uns nicht zu schämen. Es wird immer ein anderes Spektrum bleiben als bei Sonnenlicht oder Halogenlicht. Das hat einfach mit Physik und der Spektralverteilung dieser speziellen Technologie zu tun. Einem sehr starken blauen Anteil, und neben dem blauen ist ein tiefes Tal. Das macht uns Sorgen. Und das kann man nicht zufiltern. Das geht nicht. Ja, man kann nur versuchen, die Eigenschaften der Phosphorbeschichtung zu verändern. Und da haben wir große Fortschritte gemacht.